Ey, haben Sie jetzt Schmerzen? Ohne der du Kopf bist aber Mann. Wirklich, Digga, dieser andere Hulk-Verschnitt. Hey. Ich war unbedingt im Verband. Ich hab Herr Medic, nicht erschrecken, bitte. So, was? Sag jetzt vor allem, dass Waffenstillstand und Frieden herrscht. Verdammt, ich danke. Yo, Jungs. Oh, das ist frech. Digga, er will auch jeden. Ja, jetzt ist er gefickt, Digga. Okay, warte, ich kann auch mit Revolver, wenn du willst. Nee. Darf ich das mit dem Messer? Nein. Ich glaube, nee, Digga. Das Mal überlebt es nicht. Wo ist er? Ist er noch im Gebüsch? Weiß nicht. Er ist noch rein. Im Gebüsch. Geht raus aus dem Gebüsch. Aber nicht auf uns schlagen, bitte. Ah, hier ist er. Pass auf. Geht alle raus aus dem Gebüsch! Was ist los? Der arme Rick. Ah, 46 kannst du löschen, Paul. Der ist aber schlau, muss man ihm lassen. Er hat irgendwo sein GPS weggeworfen. Ich glaube, hier war ich in den letzten zwei Tagen öfters aus dem Klinikum selber. Ja. Wer bist du denn? Er ist so schnell schlafen gegangen. Wer bist du? Ich bin Freddy Digger. So, Zivilklamotten, Bruder. Ja. Na, Jungs, seid ehrlich, woran erinnert euch das Outfit? Der Wichser. Fucking Sleeper, man. Verstecken spielen? Safe schlafen oder so. Ja, könnte ich mir auch vorstellen, Digga. Rick? Kann man so einen Penissticker an ein Auto machen? Nee, leider nicht, Digga. Das wäre geil, Alter. Kannst du mir Reifen zerschießen? Nee, das machen wir nicht. Das Auto bleibt da. Soße machen. Nee, lass. Mach ihn nicht kaputt, Digga. Ich hab ihn schon pink umlackiert. Und er raucht? Nee, bei mir raucht gar nichts, Digga. Oder ich habe ihn eben auf korrekt gesagt, lass alles vergessen. Er schlägt nicht, obwohl er eigentlich kampfunfähig ist. Den Trick hat er von mir, der Wichser. Ja, ich weiß. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Bruder, habe ich schon wieder vergessen. Okay, wollen wir die 80 scheppern? Also Rick, falls du noch nicht schlafen gegangen bist, hören tust du mich. Komm zum Anwesen und vergessen alles. Ich hab dir eben das Angebot gemacht. Können die Medics jetzt gehen, Vatos? Ja, die können gehen. Die First Aid OGs, schaut mal, VR-Punkt. Hast du Pommes liegen lassen im Eingang? What the fuck? Marcel ist doch nicht normal, ich schwöre, dieser Gottlose. Blaut ihr nicht gerade, oder? Nee, Chito, alles, Isco, alles gut.
Alle mal sammeln, bitte, von den OGs. Isco, wenn du kannst, auch. Und die neuen holen mal. Okay, ja. Was? Ich muss mein Auto nur kurz zur Garage schieben und dann komme ich. Okay. Und die neuen holen schon mal vier oder fünf CLS raus, bitte. Marcel, der Bodenloser, Digga. Der labert Scheiße. Oder der labert so Müll, Bruder. Der labert so Kacke. Als wenn das echt ist. Und der macht das einfach so, als wenn nichts wäre. Nee, guck. Chamachito, der Genie einfach. Nee, guck doch. Ach so. die gefickt, Alter. Play better, you fucking noob kid. Glaube, Rick ist Matt XD. Jetzt ficken wir ihn. Wir versammeln uns alle unten am Anwesen. Rick hat Ausreise vorgetäuscht, der Wichser. Dafür ficken wir ihn. Er sagt, er hat Ausreise bekommen. Aber er hat gecappt, der Wichser. Wir warten noch kurz auf Isco. Was ist ein Typ? Alle hey, diesen Rick, Bruder, nehmen wir auseinander. Juck mich. Wir machen das Punkt. Juck mich gar nicht. Die Neuen nehmen den Rick, die packen den ein, bringen den zu Montchiliad und lassen den runterlaufen. Runterlaufen? Ja, von Montchiliad bis hier wird er laufen. Er braucht 20 Minuten. Handy, Funkgerät, weg. Alles abnehmen, sagt er jetzt lauf. Anweisung von Olaf sagt er. Nicht von mir, von Olaf. Okay. Wie gerne. Mit einem Heli kann einer von euch fliegen. Ja, ich kann fliegen. Ich okay, nicht. Sag dir, okay, wenn du fliegen kannst, sagst du, Jungs, Rick, du sollst mit uns mitkommen und kurz eine Waffenlieferung machen. Und dann wer ist denn noch von uns in der Stadt? Und dann läuft Isco und Pavel. Warum? Pavel, bist du taub auf dem Ohr oder was? Nee, ich bin auf dem Weg zu euch hoch. Okay, okay, alles gut. Olaf? Ja? Wegen dem Geld, das ich ausgelegt habe. Wann machen wir das? Hast du jetzt alle Waffen schon? Alles gekauft, alles eingekauft, alles eingelagert. Okay, machen wir so. Also, ich gibt's ja gleich. Ja, Kuss. Wir warten noch kurz. Setzt euch schon mal in die Autos. Wohin geht's überhaupt, ne? So einen kleinen Ort, wo ich gerne hin möchte. Auch in Zukunft des Öfteren mal hin möchte. Zum Entspannen? Oder? Mhm. Nee, warte, raus! Achso, fuck, hier ist besetzt. Ich mag Wato, Digga, aber er will ein bisschen viel auf einmal, Bruder. Ja, Bruder, ja, das fällt auch auf. Auch gesagt. Das fällt sehr, sehr auf, Bruder. Vorhin habe ich die Rechnung mit Rick mitlegen. Er ist hinterhergelaufen und wollte Rick auch hauen. Ich habe sie gesagt, Digga, wer bist du, dass du einen von den First Aid haust? Welchen Rang hat Luisa, Bruder? Den höchsten, den es gibt, glaube ich. Also unter uns. Sie ist OG. Full OG. Okay, dann soll die auch erstmal nur den dran bekommen, Bruder. Bin ich ganz ehrlich. Weil, wie gesagt, die hat einen ganz anderen Platz bei uns. Nein, ja, safe. Oder sowas, weil dann würde ich noch eine Schutzweste mitnehmen. Okay. Niemand muss schießen. Jungs, könnt ihr mich an der Tankstelle abholen? Ich bin hier gerade abgestürzt, hier so, mehr oder weniger. Machen wir gleich. Perfekt. Auf wen warten wir denn? Isco. Isco, kommst du? Ja, ich bin jetzt bei der Garage. Ich bleib hier und dann komm ich direkt.
Ah, Jungs, alles gut, hat sich geklärt, ich werde schon mitgenommen. Wurde dir in der Schule nicht beigebracht, dass Mobbing scheiße ist? Wurde dir in der Schule nicht beigebracht, einen Menschen, gesunden Menschenverstand zu haben? Janis, danke dir für deine 5 Subkiss. Danke dir, Janis. Ja. Kuss. Ja, wir war, ja. Das ist RP, ihr Vollidioten. Isco, so, schau einfach auf, also, auf GPS, alle, wo wir sind. Manche egal, Leute. Ich habe jetzt levaliert, ich bin auf dem Weg. Komm unten zum Maskenladen. Wir treffen uns da. Also Ziel für alle, Maskenladen. Wer ein Auto schrottet und kaputt macht, kriegt einen Arschbohrer. Vielleicht hinten ein, Digga. Ja, ich muss mich noch umziehen, oder? Wer ist das? Pavel war das. Wieso zieht er sich nicht um, Bruder? Der war zivil unterwegs jetzt gerade. Achso, okay, okay. Ich dachte schon. Sag mal, Jungs, könnt ihr nicht Auto RP hin oder her, man kann es übertreiben. Mods löscht sowas doch einfach, wenn Leute RP nicht checken. Dann müsst ihr halt einfach was anderes gucken aus RP. Hat irgendjemand von hinten Agatha gehabt? Jetzt ist meine Karre kaputt, weil mir dauernd wer reinfährt, ohne Witz. Agatha, das gibt eine Arschbohre, ich hab's dir gesagt. Olaf, wir können alle nicht Auto fahren. Wir können nicht mehr fahren, meine Karre ist kaputt. Jungs, Plan ist aufgegangen, Agathas Auto ist als erst kaputt, ich danke euch. Sag ein, mach los, komm her. Schließ die Karre ab. 20, sag ein. Wer ist das da vorne, Digga? 20. Was machst du denn da vorne? Digga, bist du hier der Führer oder was? Fahr nach hinten, du Arschloch. Kannst dich doch nicht einfach vor ein Abi stellen, Alter. Wie geht das? Hey, fahr nach hinten, Junge. Er sagt der Führer. Wenn er mal so ist, wieder weg. Pomade rein, wenn ihr das im Start mit dir fahren. Philipp, du hast gerne. Nee, du hast gerne. Welcher Wagen fehlt denn jetzt? Ich hab was auf dem Markt, ich hab vorhin untergebaut. Ich kann das nicht. Ist 20 mitten, wenn der Fahrt im Kopf, oder was? Sieh. You do nothing, man. Nothing. Was läuft? Molle, dein Kram. Soll ich jetzt Absteig ein? Schließ die Karre ab, bitte. 20 ist mehr im Kopf als keine Ahnung, Junge. Als Olaf Kurt pissen! Als Soße seine Mutter blasen! Deine Schnauze, du Wichs, was übertreibst du direkt? Digga, piss dich, Junge. Was übertreibst du? Piss du dich. Bruder, diese Sprüche, die ihr sagt, die machen gar keinen Sinn. Olaf? Ja. Was sollte das jetzt? Willst du mich verarschen oder was? Nee. Er bleibt am Anwesen. Er soll am Anwesen bleiben. Er kommt nicht mehr. Sag du ihm das. 20. jo. Du bleibst am Anwesen. Komm gleich. Bewacht das Anwesen, bis wir kommen. Oder viel zu viele erlauben sich viel zu viel, Bruder. Das gefällt mir gar nicht. Das hab ich auch gerade. Aber, die neuen, Bruder, das, weil, das liegt aber auch daran, dass wir, dass es unser Humor ist, aber. Genau. Ja, aber es ist ja ganz klar, Digga, die Leute müssen unterscheiden, wenn die Gründer sich untereinander ein bisschen bissen, heißt ja nicht, dass jeder damit einsteigen kann. Das ist halt einfach, das müssen die Leute verstehen. Wer das Auto reparieren muss, fährt oben kurz bei der Platzgarage ran. Und repariert. Digga, warum sind wir jetzt hier mit 2 Autos von 5? Und warum fährt der links hoch? Nee, reparieren. Boah, bodenlos. Ja, Bruder. Und stell dir vor, mit der Truppe sind wir gestern beim Kali-Kartell rein. Ja, Mann. Das ist richtige Choban-Truppe. Ich schwör's dir, Bruder. Ich weiß gar nicht, wie wir so lange da ausgehalten haben. Ich schwör's dir, ich hab mich so gewundert, ne? Ich dachte nicht mehr, wo links und rechts ist, Bruder. Bruder, Walla Billa, wir müssen 200 Meter fahren, gefühlt. Und, Digga. Hallo. Entschuldigung, ich hab den Seitenblick vergessen.
Alles gut bei Ihnen? Das heißt, alles bestens. Das heißt Schulterblick, okay. Nicht Seitenblick. Schulterblick, ja, sorry. Das heißt Seitenblick. Bruder, ey. Hab ich nicht gehört, Alter. Mein Fehler. Was hab ich denn gesagt? Seitenblick? Seitenblick, ja. Ja, Bruder, das ist auch Seite gucken, Seitenblick. Das leuchtet auch ein wenig. Du guckst aber über die Schulter, Bruder. Deswegen man kann das auch Seitenblick nennen, Bruder. Schnauze! Halt, ey, Kirche, Kirche, weil die Fresse, Junge. Junge, du was willst du mir erzählen, Alter? Du hast Sprachautismus studiert. Ich hab deine Mutter studiert. Fresse. Wo sind denn jetzt die anderen Wichser? Weiß ich, Bruder. Scheiß auf die einfach, fallen! Die sollen dann da hinkommen, wenn die es nicht hinkriegen. Ich hatte gesagt, Treffpunkt Maskenladen. Gute alten Seitenblick, Alter. Warum ist der jetzt... Ah, egal. Boah, man hat richtig Strang, den abzuziehen. Ich schwöre. Hab ich schon im Kopf gehabt, wäre ich zivil unterwegs, ich hätte den Safe gefickt. Ich habe gestern bei einem Gespräch gehört, ne, mitgehört, dass anscheinend irgendwie ein paar oder einer bei den Crips oder von den 80s ein Laserschwert unterwegs, also, weißt du? Ja. Also, er hatte sich extra Fähigkeiten beim Schießen angeeignet, meint also, Soße, ja, Bruder, das ist doch kein Wunder, Bruder. Oh mein Gott, was ein Wunder. Wow, hat keiner gewusst. Weil die machen das doch alle, das ist das. Ja, das machen echt viele. Digga, wo bleibt denn jetzt der letzte schon wieder? Wer ist das? Wie heißt das denn? Laserschwert? Wie heißt das? Pepe, schiebst du dein Auto oder was? Das Auto ist kaputt. Digga. Bodenlos, diese Truppe, ich sag euch ehrlich. Ich schwöre, wir sind richtige Choppern-Truppe. Bantus, haut euch dann wirklich mal ein Tempomat rein, wenn ihr nicht im Auto fahren könnt. Aimbot, ja, aber ich meine Ingame. Wie das heißt. Ich hoffe, wir hätten jetzt Krieg. Wir müssten zu dem fahren. Okay. Wir sind alle tot, bevor wir noch losgefallen sind, bevor wir da angekommen sind. Sag Cracky mal, er soll herkommen. Cracky, komm mal her! Wow, was ist das, ja? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das hier wollte ich euch zeigen. Hier habe ich meinen Polizisten abgezogen. Boah, sagst du Beach Party oder was? Ja, Bruder. Genau das war mein Gedanke. Boah, hier weiß ich nicht, Bruder. Oder stell dir vor, hier einen Buffen. Oder lass mal übernehmen, Digga. Also, ich würde das hier gerne übernehmen, Digga. Boah, was willst du denn hier machen, Alter? Weil er scheiß mal dann auf diese Bahamas, Bruder. Sieht aus wie Müll, wenn man ehrlich ist. Das sieht frisch krass. Also, ich würde. Party. Oh. Alle mal hier bei mir sammeln. Also ich würde das hier gerne in irgendeiner Art und Weise... Digga, ist schon dunkel draußen. Erstens, es ist ideal, gerade wenn wir jetzt auch noch umziehen, es ist ideal, auch mal den Kopf frei zu bekommen und wichtige Gespräche zu führen. Und vom Anwesen her könnte man hier dicke Partys veranstalten. Man kann hier nicht hochklettern von außen, es gibt nur diesen einen Eingang. Man könnte hier super... 2-3 Türsteher hinstellen und von jedem Eintritt verlangen, der hier hin will. Dann noch ein DJ, der ein bisschen Musik macht. Das wäre, also, ich weiß nicht, ob ich das nur fühle, aber ich finde dieses Anwesen hier wunderschön. Bruder, krank. Chef, man veranstaltet was, Mitte wird getanzt, hier kann man sitzen, chillen, da DJ, ja, hinter ja. Einer von uns verkauft Alkohol, man macht sogar Geld, Bruder. Psych. Ja, auf jeden Fall. Genau das war mein Gedanke. Und so, sogar wenn wir nichts veranstalten, Gespräche. Wir sitzen einfach hier und man macht Gespräche mit den anderen. Wie viel Eintritt denkst du denn? Das muss man dann schon. Habe ich noch keine Gedanken gemacht. Aber ich finde, also, ich war vorhin. 5000. Ja, das ist doch okay. Also ich war vorhin hier, weil ich mich am Strand ein bisschen gesonnt habe. Ich war ja schon mal vor langer Zeit hier. Oder? Und. Warte. Ja. Bruder war gerade da. 19 Uhr irgendwie Strandparty, genau da, wo ihr gerade seid. Genau. Wir sollen da erscheinen, wenn wir mögen. Wer macht hier eine Party? Breitenberg.
Carly kannte für Gardano, der hat irgendwie geheiratet und hat heute Geburtstag. 19 Uhr. Ausdenken, Digga. Bruder, aber er hat wirklich Geburtstag und hat geheiratet, ne? Damit du Bescheid weißt. Also vielleicht deswegen wollen die hier was starten, aber keine Ahnung. Ja gut, noch ist es ja nicht unser Anwesen, also insofern haben wir auch noch keinen Anspruch drauf. Aber ich würde das hier schon gerne in Zukunft übernehmen. Aber könnte man noch so Schilder hinzufügen? Aber wie nennen wir den Laden hier? Ich habe einen Namen für den Laden. Sag. Hawaii. Huch. Bruder, aber der ist ja dieses andere Kreativ, Alter. Hawaii ist ein guter Name, oder nicht? Lass uns doch das Ding einfach Kirche nennen. Deine Schnauze, du Wichser, lass einfach kurz pissen. Lass uns OG's direkt Hellalbar Resort sagen, Bruder. Wie wir nennen OG's Resort. Ja, Bruder. Oder das hört sich an wie ein Computerspiel, Alter. Okay, chill, Jungs. Sky and Sand. Sky and Sand. Puh. Was haltet ihr von... Ja, das hört sich gut an. Ins, das Tropical OG. Boah, das hört sich sehr gut an, ja. Tropical, Digga. Tropical OG, Alter. Bruder, klingt wie ein Cocktail mit Wichser, Alter. Echt, du Wichser. Wie war nochmal dein Vorschlag, ganz kurz? Hawaii ist doch ein guter Name. Ja, Hawaii. Wirklich nicht schlecht. Hawaii, ey Jungs, lass zum Hawaii. Aber nur mit OGs Hawaii. Oder zu den OGs Hawaii. Das zum Okpo Beach. Was, Bruder? OG Beach. OG Beach. Ja, wisst ihr was? Wir lassen das einfach, ja? OG Beach hört sich irgendwie auch... Oder wir nennen es Cracky. Ja, ins Cracky. Nee, auf gar keinen Fall, Digga. Niemals. Ja. Bevor hier nur Crack-Junkies rumlaufen, Digga. Geht nicht. Ich bin hier ein bisschen seriös. Ich wollte auch einen Laden aufmachen, der sich Sosa nennt. Oder wir nennen es einfach Agatha. Nein, nein, das dann hast du hier die ganzen Notgeilen stehen, Digga. Geht Sky and Sand, gut, Digga, sag euch doch. Bruder, was für Sky and Sand, Alter? Doch, das hört sich doch Sky and Sand. Das hört sich gut an. Also, er macht Videospiele, ja. Hayat Beach. Lass Hululu. Hayat Beach, ja. Hululu. Nicht Hululu. Halal Beach, Bruder. Hululu. Lass ins Hululu. Lass uns das doch einfach Breitenberg nennen. Ey, was ist mit Skyland? Obwohl Sky passt gar nicht hierzu, Alter. Hululu, Mann! Hululu? Hululu! Okay, ich hab's. Hawaii and Chill. Bruder, das klingt wie eine Shisha-Bar, wo, keine Ahnung, Apache läuft. Man kann's ja so ein bisschen halt nicht so machen, ey. Hawaii and Chill, Jungs, seid mal ehrlich. Puh. OG, oh mein Gott, OG Ocean. Nein, Octoshin, Octoshin wegen Ozean. Nein, wir machen gar nichts mit uns als Fraktion, damit keiner ein Auge schmeißt. Ja, weil sonst kommt das auf die Fraktion zurück und Olaf, hier, Olaf Schlaf kriegt dann wieder Stress, Alter. Nein, aber Bruder, oder? Also ich würde irgendwas mit Beach nehmen, bin ich ja. Ja, Hayat Beach. Hawaiian Beach vielleicht, Mann. Es ist doch so, wenn wir das hier haben. Wir werden viele Auge machen. Deswegen lass es doch einfach so, dass die Leute denken, es gehört irgendeinem Zivilisten. Weißt du? Dann haben die auch kein Problem damit, mal viel Geld hier zu lassen. Wahrscheinlich kriegen sie es nicht irgendwie mit, dass wir das gemacht haben. Kriegen sie nicht mit. Ja, Digga, drauf geschissen. Ich berücksichtige sowas nicht, dass andere GoPro benutzen, Digga. Bis jetzt wissen nur wir das. Mir ist das scheißegal, ob irgendjemand das so weiß. Ist das scheißegal? Dann lass es einfach. Ich hab einen Namen. Purple Beach. Purple Beach, das finde ich geil. Purple Beach, das ist ein guter. Ja, das ist mir gerade auch eingefallen. Gut, aber dann muss die Dinger hier auch ein bisschen lila sein, ne? So ist nicht. Bruder, reicht doch, wenn wir lila sind am Monacoin. Was für hier Dinger lila? Ja, stimmt heißt eigentlich. Okay, Purple Beach ist beschlossene Sache. See. Ja, Mann, mein Vorschlag, Jungs, beste. Oh, das ist schön. Ja. Gut, okay. Ja, Purple Beach, dein Vorschlag. Ach so. Ja, okay. Hab ich gesagt, ja, alles gut. Jungs, wir klatschen noch. Ja, Mann, ja. Klatschen ja. Auf Richtig, Pam. Krass. Ja, Mann, alle. Ja. Krank. Ja, Jungs. So hast du gerade gepisst, Wir hatten Junge? Auf die Terrasse gepisst. Nein, Mann, das war ich nicht, ey. So, komm, Abzug zum Anwesen. Boah, geil, das ist schön.
Oh, warte, du musst kurz zur Seite. Also wir übernehmen das Ding jetzt? Ja, ich weiß natürlich noch nicht, ob wir es übernehmen können. Aber ich werde es beim Start anfragen. Und bevor ich zum Start gehe und das anfrage, möchte ich es natürlich mit meinen Leuten besprechen. Also ich wäre dabei. Ich glaube, wir werden alle dabei. Ich glaube auch, machen. Ich will unbedingt wissen, wie das nachts ausschaut. Ja, auf jetzt, Digga. Ey Jungs, wie gratuliert man bei Allmanns, wenn einer heiratet, dann? Glückwunsch zur Hochzeit, ey. Meinst du, Bruder, einfach so? Sagt man ja, nicht da so einen bestimmten Spruch oder so, Bruder? Du kannst einfach sagen, mein Beileid, dein Leben ist vorbei. Okay, das sage ich Cardano, Bruder. Ne, er hat wirklich geheiratet, falls ihr das nicht wisst, oder? Wen hat er denn geheiratet? Keine Ahnung, seine Frau, wen denn sonst? Ja, oder wen, sein Vater, oder was? Hä? Seine Frau, Bruder, siehst du, jetzt erst seine Frau geworden, aber wer ist das denn? Ja, was weiß ich, woher soll man das wissen, Bruder? Ehrlich. Achso, er hat Dings geheiratet, ja. Jetzt schon. Und Geburtstag hat er auch. Jetzt verstehe ich. Hat er seinen Geburtstag geheiratet? Oh, was machen die Cops hier? Er hat alle Waffen raus, Kappa. Hä? So liegt da einer. Warum liegt er hier? Oh, das ist ein Fahrzeug nicht mit auf der Einfahrt. Kappa, du bist nicht auf der Einfahrt. Warum liegt er hier? Wieso liegt er hier? Warum liegt er hier? Er hat uns ein Flugzeug weggerammt. Bei uns im Anwesen. Genau das Flugzeug. Haben sie ihn überfahren oder was? Ja, wegen diesem Drecksflugzeug, was da steht. Sie haben ihn überfahren. Warum steht da denn ein Flugzeug auf der Straße? Man kommt so fahren sie nicht bitten auf der Straße. Guck mal, ich erkläre euch das. Da war eine Kurve, ne? So, wir sind die Kurve gefahren. Auf einmal kommt da ein scheiß Flugzeug. Ja, haben wir schon gemacht. Auf einmal kommt da vorne steht ein scheiß Flugzeug und das Flugzeug kommt uns so gesehen weg. Und dann sind wir gegen den gefahren. Warum liegt 20 auf dem Boden? Wir holen die ganzen Waffen weg, würde ich sagen. Lag halt am Flugzeug, ne? Soll man dazu sagen. Warum liegt der Typ hier auf dem Boden? Hat er doch gerade erklärt, Mann. Chill. Wegen dem Flugzeug. Also liegt jetzt ein Typ von uns auf dem Boden, oder was? Warum liegen überhaupt Flugzeuge? Das ist von dem Kopflosen, Herr Officer. Ach du Scheiße. Ja, weil das Ding ist, halt um die Kurve. Die landen hier regelmäßig. Die sind halt um die Kurve dort gefahren und dann halt gegen das Flugzeug, ne? Du hörst mir jetzt zu, Mr. Kartoffelnase. Was soll die Scheiße, hä? Warum fährst du 20? Ich hab hier nichts für. Ich glaube eher, das ist ein Rachefeldzug gewesen, Mann. Warum Rachefeldzug? Ich hab auch nichts gegen dich, sag mal. Aber gegen 20? Gegen 20? Nee, 20. Warte mal, ist das Kind da hinten? Nein, ich bin nicht Kid. Wie der Junge noch bei der Polizei sein kann. Das ist doch Frau Officer. Nein, ich bin scheiße. Halt durch. Aber ich geh mal in den Medic. Olaf, darf ich dir aufsagen, bitte? Du bist ein Wichser, das bist du. Ich hab auch. Was hast du gesagt, Susan? Lass die hopsen. Bruder, wir müssen die Kinder kommen. Wir müssen die dann aber töten, damit die nichts weiterziehen können. Das ist das Problem, Bruder. Okay. Bruder, du hast 20 Frag Olaf, sonst geht er durch, Bruder. Alter, du kannst mir hier eine auf den Kurs. Olaf, komm mal. Wir müssen warten, bis Medic weg ist, sonst Medic wird weiter festen, Jungs. Wollen wir die hopsen? Würde ich auch sagen, wir warten bis zum Medics. Und danach umlegen. Wir sagen den Polizisten, die sollen warten, wir wollen Anzeige machen oder so. Und dann, wenn Medic weg ist. Medic, der wurde leicht angefahren, der da liegt. Da war ein Flugzeug im Weg gewesen. Jo, der Typ ist gar nicht mehr bei Bewusstsein, was heißt leicht angefahren. Also, war echt leicht. Wir haben einen Einsatz, Jungs, dann müssen wir weiter. Ihr bleibt schön hier, Mann! Wegen euch liegt. Ey, warte! Ey! Isko, mach auf, Isko, mach auf. Wir haben die Luft gerochen, als wir uns besprochen haben. Steig ein. Der macht keinen Sinn, Bruder. Nein! Ja, ich fick diese Türen sowieso, ja. Ey, Kid ist da. Kid ist bekannt dafür. Bruder, ich will die ficken. Kid ist bekannt dafür, GoPro zu gucken. Das war doch nicht Kid, oder? Doch. Die scheiß Tür klingt. Bruder, lass den hinterherfahren. Lass die ficken. Fahr du da, komm rein. Irgendeiner soll fahren. Bruder, ich hab Revolver. Darum, ich fahr, komm. Egal, ich fahr. Ich fahr. Digga! Fahr einfach, Bruder. Mein Gott, Chito. Nur wir drei? Ja, Isus wird auch noch. Wartet, Jungs, wartet. Olaf, willst du mit? Komm, steig ein. Wenn du willst. Nimm mich mit. Okay, dann nimm mich mit. Lass sie suchen, wegen. Habt ihr Kabelbinder? Ich hab eine. Ich hab 11.
Okay, sehr gut. Dann wir haben safe. Ey, woher wussten die, wieso sind die jetzt einfach so abgehauen? Ja, weil die Kind meine GoPro guckt seitdem, keine Ahnung, er ist der größte Fanboy für mich, keine Ahnung. Sag dich fick ihn, wenn du den nächsten Mal siehst. Kannst du jetzt sagen, er hört's ja. Dein Kind? Du Kind. Ich fick dich an meiner Kind. Du Bastard. Er soll mal seine Haare ändern, wallah, ich fick ihn. Keiner hat in dieser Stadt Dreadlocks außer ich. Du läufst sowieso immer mit Maske rum. Ich hab seit 4 Monaten wieder an deiner Haare nicht gesehen. So, die Frage ist, wo die jetzt sind, Bruder. Selber hochgefahren, wie fingen die jetzt? Die sind schon über alle Berge, Bruder. Digga, also, Kids. Sind schon Würfelpark gefahren? Wie der noch. Jo, es wurde schon so oft bestätigt, dass der Typ am Stream schreiben ist, ne? Und der ist immer noch bei der Polizei. Eigentlich unmöglich. Markier meine Würfelpark. Ich hab keine Ahnung, wie man da hinkommt, Digga. Ist markiert. Ihr nicht. Das Ding ist, die werden wieder sofort durchfunken, wenn die uns sehen. Oh mein Gott. Bruder. Wir kommen nicht mal von A nach B, Bruder. Jedes Jahr viel. Walla, ja. Ja, sag mal, ja, wegen dir, ey. Also, ja, ich gehe hier einfach schlafen, glaube ich, Jungs. Echt? Ich gehe hier wirklich, glaube ich, schlafen einfach. Warum? Wegen mir jetzt, was machst du denn? Was mach ich denn? Ja, wie, wenn du gehst schlafen, oder? Keine Ahnung, ich gehe ganz schlafen oder so. Wegen mir gehst du jetzt schlafen, oder was? Wallah, also, keine Ahnung. Ich habe vorhin schon 10 Minuten mein Auto geschoben, jetzt hier nochmal Auto schieben. Ah. Ist auch Abfuck, Digga, dieses ADAC, ich schwöre, da muss das geändert werden. Ich habe keinen Bock mehr auf diesem Start. Habt ihr schon gerufen? Nein. Mach du Jobbern! Salto, Digga. Hey, yo, Soße. Ja. Aber nur was machen, wenn es 100% safe ist. Wie 100? Ja. Ja, ihr seid ja mit Fraktionsauto. Digga, er scheißt sich jedes Mal so heftig in die Hose, ne? Wirklich. Joel hat schon recht so. Es bringt ja nichts, wenn wir denen jetzt 3 Langwaffen abziehen und dafür oder machen wir. Wenn es nach ihm gehen würde, wir würden den ganzen Tag zu Hause so sitzen und einfach Film gucken. Einfach Popcorn und Film gucken, so den ganzen Tag. Unser Terrasse auf der Terrasse. Ich warte 5 Minuten, wenn kein Ding kommt, ich gehe schlafen. Ja, ich bin auch sowieso echt müde. Ja! Halt die Schnauze, Digga, kannst du mal kurz einmal Ja sagen? Was ist los, Alter? Ja, ja, ich hab doch Ja gesagt, du Wichser! Hab ich nicht gehört, dann mein Fehler, sorry. Hat noch jemand ein Graffiti wegmachen hier? Mahmoud, ich bin Fall 3 Uhr eingeschlafen, 6 Uhr morgens aufgewacht und seitdem wach. Freddy, echt? Hast du noch Kontakt? Ja, ich hab nur 3 Stunden geschlafen, ich bin echt müde. Nein, Mann, du hast mein Telefon. Basti, danke. Ich war doch um 12 schon da. 5 Uhr. Schick dir mal so 80, 79. Was? Ich hab keinen, hab ich gesagt, mein Telefonbuch wurde löscht. Dann am Monaco. Wenn ich gleich einschlafe und so, dann morgens aufwache, dann ja. Ey, dieses ADAC nervt so heftig. Warum ist das so? Das macht nicht mal Sinn, ich schwöre dir, dass Mechaniker nicht geht. Oder scheiß drauf, dann soll wenigstens die Auto nicht so schnell kaputt gehen, Bruder. Bruder, Bundeswehrauto, du kannst Flickflack Overtag machen, passiert nichts. Ah, ADAC ist da. Ja, auch. Ich geh jetzt in den Kofferraum klauen. Ah, Polizei? Okay, Freddy, ein Allerzähler ist hier, alles gut, hat sich erledigt. Ich hab auch sehr Hunger. Das sieht aber schon aus. Ich hab nur eine Mahlzeit gegessen. Okay. Ja, wir haben da ein paar Mülleimer und so mitgenommen und einen Busch. Wolltest du nicht nochmal zu mir kommen? Wie bitte? Wolltest du nicht nochmal zu mir kommen? Ach, Dings, sind Sie das? Ja, Lem? Ich bin das. Ja. Ja, ich war schon bei einem anderen ADAC-Zähler. Aber ich konnte auch nicht an ihre Telefone lang gehen, weil ich war beschäftigt. Ah, okay. Ja, haben wir ein paar Sachen bekommen, oder?
Ich sag euch ehrlich, ADAC sind die einzigen. Wenn die GoPro schauen würden, das wäre gut. Okay, okay, ich komme dann später wahrscheinlich. Isko, fahr du, Jella. Ja, alles in Ordnung? Ja. Jo, alles so, bestens soweit, danke. Jo, rein. Perfekt. Ich fahre. Komm, geht aufs Haus. Hey, bist du Mann. Danke, Dil, danke. Paulein. Jo, Jungs, ich bin erstmal ein halbes Stündchen weg. Bis später, ja. Ciao, bis später. Ciao. Oder machen wir die Tür zu? Wieso? Die ist doch voll nice. Oder man merkt direkt Benz. Man merkt direkt Mercedes, Bruder. Chöp. Oha, was hat der für Licht an? Ja, Mann. Ja. Ich kann mir das nicht geben, es tut voll weh. Hey, was Bruder, macht denn? Was ist das für ein Licht? Hier ist immer zu viel Kopfschmerzen, Bruder. Ey! Lass mal jetzt die Polizisten suchen vom BD, Jalla. Ja, Allah, komm. Aber wenn er wirklich GoPro guckt, dann ist er eh schon vorbei. Das Ding ist, sobald er unser Fahrzeug sieht, wird der ausrasten. Oder durchfunken oder Panic button. Glaubt ihr mir, ich bin immer noch zu faul, einen Grafikmod zu installieren? Aber ich sag euch ehrlich, so sieht doch auch gut aus. Hallo? Ja. Ja, fahr um, Bruder, such die. Mahmoud. Ja, das ist falsch. Luis, da kommt mal hoch hier. Das Ding ist, wir könnten auch einen Polizisten hopsen und fragen, wo Kit ist, weißt du? Ja. Hauptsache Polizist. Wer er genau ist, eigentlich scheißegal. Wollen wir vielleicht ein Dispatch schreiben? Da ist eine Geiselnahme und so. Helfen wir nicht, das ist Baiting, Bruder. Hä? Wie? Das ist doch so. Hä? Doch, ist Baiting, Bruder. Aber Bruder, man darf ja gar nichts machen mit Polizisten. Schick nicht. Okay, dann nicht Geiselnahme, aber kannst du nicht. Oh, voll Scheißlauf. Ich schmerz sogar extra mein Mikrofon. ASMR für euch. Sir Pesh, danke dir für deine 5 Gifted. Seht ihr direkt für diese ASMR-Skills. Danke dir, Sir Pesh. Ja, Jungs, ist euch auch kalt? Sag mal ehrlich. Was? Ist euch auch kalt, Alter? Ey, Chito, warum ist dir eigentlich jeden Tag kalt, Mann? Oder ich bin voll am Frieren letzte Zeit, Walla, keine Ahnung. Du sagst das mal, aber seit einer Woche schon jeden Tag so, immer wenn wir in Dortmund sind, du sagst so, ey, mir ist so kalt. Ja, wegen meinen Dingens, Bruder, was soll ich machen? Mir ist irgendwie richtig kalt.
Winter kommt, was soll ich machen, Digga? Heizung, Bruder. Ja, mit welchem Geld dann kommen wir nachkommen? Kostet Geld. Hä? Meinst du gerade wirklich ernst? Nee, sicher, Bruder. Das ist umsonst. Du kannst Heizung halt einen Monat anhaben ohne Ofen, Bruder. Gesamtkosten sind vielleicht 20 Euro, Bruder. Was für ein Was? Wo wohnt ihr? Bruder, das sind zwei Pfeifen, Bruder. Was ist Heizung ist teuer. Bruder, das ist gut. Sag mal, wie teuer ist das? Weiß ich nicht, aber ich musste 400 Euro Nachzahlung, Bruder. Ja, in einem Jahr. Ey, Jungs. Ja. Ey, es ist gerade nichts los, ne? Ja. Könnt ihr mich Würfelpark ablassen? Ich gehe schlafen, glaube ich, ja. Wirklich? Ja, also ich gehe wirklich schlafen, so. Ich bin echt müde. Oder warte lieber noch 2 Stunden, ich sage dir. Sonst am Ende wachst du um 3 Uhr auf einmal auf, verstehst du? Egal. Okay, wie du denkst. Also... Du musst jetzt nur Mittagsschlaf machen. Und dann bist du auf einmal 0 Uhr wieder wach und dann wirst du die ganze Nacht wieder durchmachen. Mach dein Dings nicht kaputt, dein Rhythmus. Nein, ich gehe noch nicht jetzt leck schlafen, aber so Dings. Ja, okay, alles gut. Okay. Ah, der Hotline, Jungs, gute Nacht. Ja, da pass auf, Schoko, lass ihn reinkommen. Hey, Krecki, komm mal zur Treppe, was so. Ey, Isko geht schlafen, ja? Gute Nacht an alle. Ich hab keine Ahnung, wie viel Heizungskosten sind. Wie viel sind denn Heizungskosten? Der Mann mit den Langwaffen ist da. Was? Jetzt sag. Er sagt Heizung teuer. Hallo, Bruder. Die einen reden von Bitcoin kaufen, Bruder, der Rest redet von Heizung teuer, schau mal. Ja, er ist sogar noch ärmer als ich gewesen, der Cheeto. Was meinst du, Bruder? Ich meinte, du bist auch so arm wie ich damals. Wo ich an Steine Heizung, Bruder, was willst du machen? Aber die einkaufen Bitcoins, andere können nicht mehr Heizung, verstehst du? Hayat, Bruder. Willkommen im Leben, Bruder. Ja, Bruder, du hattest aber die Entscheidung. Pfeife oder Heizung? Du hast dich für Pfeife entschieden, verstehst du? Ja, das stimmt. Heizung macht auch warm, weißt du? Ja. Ey, ich kenne einen Typen, wisst ihr, was mit dem passiert ist, Wallah, der haben wir ja. Der ist Kaffee, Bruder, der bestellt sich eine Pfeife mit einem Wasser. Alles, was er wollte, ist nur diese eine Pfeife mit diesem einen Wasser. Einmal kommen ein paar Leute zu dem, die sagen, sie hast du Bock, um Geld die Karten zu spielen. Er sagt, nein, ich will hier nur meine Pfeife genießen. So, Bruder, komm, nur 10 Euro. Wallah, der hat angefangen, Bruder. Dann eines Tages, der macht Dings, der will Libanon fliegen. Einen Tag, bevor der nach Libanon geflogen ist, hat er einfach 8.000 Euro verloren bei Karten spielen. Ja, ich komme, falls du mich. Der hat sein Leben verkauft, Bruder, für diese einmal 20 Euro. So, Freddy meldet sich auch aus dem Dienst ab. Achso, nee, warte mal, das war beim ADAC. 180 Quadratmeter, 2,5 K pro Jahr Öl. Bruder, warum seid ihr so reich? Einer schreibt? Mach Backofen an, setz dich vor Backofen. Ja, Monaco. Ja. Wie? Das wäre, Bruder. Was macht der mit der Langwaffe? Ist das? Kann einer von euch eine Dings tragen? Eine Karabiner. Danke, wie heißt der mal? Gewehr hier, Karabiner. Sieh. Jo. Nee, nehmt euch. Cheeto so. Ja, nehmt euch aus dem Auto. Ich hab nicht mal einen Fernseher. Ey, Cracky. Habt ihr die 3 Langwaffen? Ihr könnt euch aus dem Auto nehmen. Nee, da sind oder noch 2 Langwaffen. Ich hab schon eine, warte, du, das ist das Problem. Was bist du hinter mir, hä? Was fummelst du an meinem Arsch rum? Ja, Jungs, ihr seid alle zu nah am Kofferraum. Mach da ist noch ein bisschen Crack dran. Lass den Olaf das klären. Stop doing this fucking noob. Ja, einer soll noch eine rausnehmen. Digga, eigentlich könnte ich mir mal einen Fernseher kaufen. Ja, klar. Aber was will ich, wo soll ich den hinhängen? Chat, guck mal mein Zimmer. Oder? Hold on.